Hast du entdeckt, was sie hat? Tut mir leid, aber ich habe immer noch keine genaue Diagnose. Ich muss noch ein paar Tests machen. Das ist so seltsam. Ihr Bruder war immer kränklich, armes Kerlchen. Er hat so viele Allergien. Er ist laktoseintolerant und kann nicht einmal Milch trinken. Andererseits war Manuela immer pumpergesund. Was? Sie hatte nicht einmal eine Erkältung. Bei der Gesundheit weiß man nie. Mach dir keine Sorgen, sie wird wieder gesund. Ich werde alles tun, um Manuela zu helfen. Bitte, Doktor, ich flehe Sie an. Wenn wir zumindest wüssten, was sie hat. Das würde ich auch gern wissen. Können wir unter vier Augen reden? Was ist los? Warum flüsterst du? Wer ist dieser Rosé? Linda, entschuldigst du uns kurz? Ich muss mit Elisabeth allein reden. Linda und ich warten im Auto. Ich gehe nirgendwo hin. Ich gehe nirgendwo hin. Du kannst vor mir reden. Linda, bitte, geh mit raus, Jo. Was passiert mit Rosé? Garabayal. Lissy. Schieß los, Ronaldo. Sag es mir. Woher hast du diesen Namen? Trausi hat mir das Foto von Lindas Vater geschickt. Und als ich es in das System eingab, erschien dieser Name. Carabajal wird lange von der brasilianischen Polizei gesucht. Ich weiß, es kommt ungelegen, aber wir brauchen deine Aussage. Von diesem Mann habe ich seit fast 30 Jahren nichts gehört. Ich kann nichts zu eurem Untersuchung beitragen. Wenn du mich entschuldigst, es wartet ein Flugzeug auf mich. Die Flughafenpolizei ist bereits vorgewarnt. Sie werden dich nicht gehen lassen. Es ist besser, wenn du freiwillig mitkommst. Geht Mama ins Gefängnis? Was? Nein. Was weißt du? Was ist los? Oh, das ist so schwierig. Ich kann nicht sagen. Lissy muss reden. Ich habe auch nicht verstanden, was vorher passiert ist. Ich glaube, Mama wollte mir etwas sagen, aber sie hat's bereut. Und jetzt das. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Alles wird gut. Ihr werdet euch alles sagen können, was ihr euch zu sagen habt. Und schließlich wird die Wahrheit ans Licht kommen. Um welche Wahrheit geht's? Da kommen sie. Lass uns lieber gemeinsam mit ihnen herreden. Linda kann Manuela besuchen, wenn sie möchte. Ich muss zugeben, dass ich meine Einwände gegen Linda hatte. Wegen all der Gerüchte über den Drogenhandel. Aber die Kinder lieben sie so sehr. Manuela würde es sicher gut tun, sie zu sehen. Das wollte ich gerade sagen. Aber Linda weiß nichts davon, dass Manuela krank ist. Ah ja, sicher. Ich kann mir vorstellen, dass sie vergessen hat. Nein, überhaupt nicht. Sie denkt oft an die Kinder. Aber sie bereitet sich gerade auf ein Festival vor. Ein sehr großes in Buenos Aires. Und nach allem, was sie durchgemacht hat, wollte ich nicht, dass sie sich sorgt und hab nichts gesagt. Aha, okay. Aber wenn es Manuela wichtig ist, sag ich, dass sie kommen soll. Nicht notwendig. Warte lieber, bis sie vom Festival zurückkommt. Sicher? Ja, ich denke, das ist besser. Okay, ich muss jetzt gehen. Wenn ich Gas gebe, kann ich meine Schwiegermutter verabschieden. Beeil dich.
Eine Schwiegermutter warten zu lassen, bringt Unglück. Ich komme bald wieder. Warum sind die Leute eigentlich immer so angezogen, als wenn sie gleich sagen würden, komm, ich reiß gleich deine Klamotten runter. Weißt du schon, die Künstler, die im Jangada auftreten sollen? Ich habe über mehrere nachgedacht, habe aber nichts Konkretes. Weißt du, dass Linda ein neues Lied fürs Festival geschrieben hat? Ich glaube, Cynthia hat davon gesprochen. Es passt perfekt zu Linda. Sie wird der Star des Festivals sein. Bestimmt, ich ruf sie an. Na toll. Das war die stressigste Reise meines Lebens. Entschuldigung. Hallo Bruno? Linda, ich habe Milton von deinem Lied erzählt. Wie geht's voran? Hast du die besprochenen Besorgungen getroffen? Das Lied, ich hab's ganz vergessen. Tut mir leid, Bruno. Keine Sorge, wenn du willst, können wir es jetzt durchgehen. Ich habe Zeit. Linda, bist du nicht müde? Hä? Also, irgendwie gerade ganz komisch. So draußen so, bist du nicht müde? Und sie ein, warum? Also, das ist echt verwirrend. Verwirrend, der Typ. Linda, geht's dir gut? Du scheint etwas abgelenkt. Bruno, entschuldige mich, aber können wir das Lied später besprechen? Ich habe gerade was anderes zu tun. Natürlich, auf Wiedersehen, Linda. Elisabeth, ich warte dann auf der Polizeiwache. Ich werde da sein. Ich muss auch gehen. Ich muss jetzt Schnecken zählen. Warte draußen, wir müssen reden. Du musst erst mit mir reden. Ja, du hast recht. Ich habe so viele Fragen, Mama. Aber zuerst muss ich wissen, wer zum Holl ist Rosse Garabayal? Ah, nein. Also ich bin ehrlich, ich nehm die Antwort nicht. Hab ich's dir nicht gesagt, ich wurde unlängst in Rio ausgeraubt. Jetzt haben sie scheinbar den Dieb. Ich soll ihn identifizieren. Und deshalb haben sie dich aus dem Flugzeug geholt? Ja, ich fand das auch etwas übertrieben. Schwöre mir, dass das, was du sagst, wahr ist. Schwöre es. Immer wenn du nicht reden willst, schweigst du einfach. Worüber redest du? Dein Schweigen ist gemein. Ich glaube, du und Drausio verschweigen mir etwas. Drausio ist zum Flughafen gefahren. Er sagte, dass eine Wahrheit ans Licht kommen muss. Drausio redet immer Schwachsinn. Ich verdiene deine Ehrlichkeit. Ja, warum kostet immer alles Diamanten, Mann? Und dann habe ich gleich keine mehr. Und dann kann ich eh keine Diamanten-Antworten mehr geben. Ich will halt für ganz Wichtige. Ich weiß, das ist gerade wichtig, aber... Ach, Mann. Ich will nicht dafür immer so viel Diamanten ausgeben. Was soll das? Nee, mache ich nicht. Tut mir leid. Nein. Ich kann dir nicht alles sagen. Du bist manchmal einfach zu verwundbar. Ist das dein Ernst jetzt gerade? Warum geht das wieder so kurz? Ah, ich verstehe die Folge manchmal nicht. Also ganz ehrlich, mit den Diamantenentscheidungen finde ich das extra so ein bisschen scheiße, ganz ehrlich. Also,
Ich weiß, es ist gerade eine wichtige Situation wegen dem Vater und so weiter, das weiß ich zwar. Und ich habe auch da die eine Diamantentscheidung genommen, weil ich das einfach erzählen musste. Weil die Folge hieß ja auch, die Wahrheiten kommen ans Licht. Aber irgendwie hat Linda da wohl nicht zugehört. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was da jetzt genau los ist. Und jetzt rückt die Mutter da nicht mit raus. Ich dachte, jetzt bin ich damit erstmal fertig. Und dann muss ich immer wieder Diamanten dafür geben. Diamanten hier, Diamanten da. Alter Schwede, ich bin doch kein Diamanten-Rausschmeißer hier, ganz ehrlich. Ich will halt für ganz wichtige Dinge Diamanten verwenden. Aber wenn ich habe jetzt noch Platz für vier Diamanten, dann kann ich noch machen. Und dann muss ich wieder warten. Och, Alter, ist das schwierig. Ist das echt schwierig, ey. Ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren oder in Form eines Daumen nach oben. Natürlich abonnieren nicht vergessen und die Glocke nicht vergessen zu aktivieren, denn dann verpasst ihr auch wirklich keine Folge mehr von Linda Puan. Und ich muss echt sagen, ich glaube, ich habe noch keinen deutschen YouTuber gesehen, der Linda Puan bis zur fünften Staffel durchgespielt hat, oder? Also habe ich noch nicht gesehen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es da irgendeinen gibt. Da gibt es zwar manchmal welche, die englischsprachig sind, aber die reden halt nicht in ihren Let's Plays und das finde ich ein bisschen langweilig. Da kann ich auch das Spiel einfach nehmen und dann einfach die Entscheidungen so machen, ohne zu reden. Aber ich finde, man sollte vielleicht so ein bisschen Gedanken austauschen. Das ist meine Meinung dazu. Und das habe ich halt bei einigen Let's Plays nicht gesehen. Damit ich sagen, lasst einfach keine Wetten und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Linda Browns interaktiven Story. Ich bin damit raus. Haut rein. Bis denne und ciao.